So, da sind wir auch schon wieder zurück und wir sehen ja einfach, wir sind ein mexikanischer jüdischer Drogenboss. Ich glaube, damit sind wir ein Unikat. Und hier natürlich überall Alkohol, Glasscherben, da ein WWE. Da die Jungs haben ja auch mal Wrestling nachgemacht und als sehr gut beschrieben. Hallo! Ach, die spürt doch eh nichts mehr. 18 Freunde, wir haben einen neuen Vorteil freigeschaltet. Sauber. Was können wir denn? Ach, wir haben sogar zwei Vorteile, die wir nehmen können. Mal schauen, was es sonst noch gibt. Einfach rutschen lassen. Auf dich angewendete Debuffs halten eine Runde weniger als normal. Eigentlich cool. Okay, das nehmen wir mal. Nervennah, du hältst immer 2 MP, wenn du einen heilenden Gegenstand benutzt. Naja, schon mal bewirke zusätzlich bei Feinden, die angewidert sind. Da wir momentan so viel Kackhaufen haben, nehmen wir das auch nochmal. Dann hätten wir die Vorteile schon mal genutzt. Inventar, Kennys blutige Keule. Wir sehen schon verdammt gangstermäßig aus. Das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, welche Quest wir jetzt noch haben. Verstehen wir, die Kinder sind noch unterwegs. Wir müssen noch Kevins iPad finden und natürlich die Main Story einfach mal weitermachen. Nur 5 Cent. Alter, ich wollte es trotzdem mitnehmen. Was war das? VHS? Egal. Alter, räum hier doch mal auf. Ist doch nicht dein Ernst. Oh nein, ich will da gar nicht rein. Oh, wer macht denn, Schamhaare im Kühlschrank? Nee, du. Also, nee. Kennys Zimmer? Natürlich. Oh, Entschuldigung, ich bin einfach so badass. Nesca-Club-Mitgliedskarte. Ja, stimmt. Nesca-Fahrer sind ja saudumm. Oh. Er ist Mysterion, oh mein Gott. Und er ist auch ein Wrestler. Fragrant No More. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Da sind auch so ein paar nackte Magazine. Alter Schwede. Gut, hätten wir auch da mal reingeschaut. Skateboard. Da schauen wir auch mal rein. Rosige Wangen, Spielzeugpferd und den Reinheitsring. Stimmt, der Keuschheitsring heißt er ja eigentlich. Alabama Man. Stimmt, der Alabama Man, der immer seine Frau schlägt und säuft, wenn er von der Arbeit kommt. Der war cool. Oh. Sicherlich eine schöne Umgebung für ein Kind zum Spielen. Aber der Alabama Man, das sollte wirklich eine tolle Actionfigur. Ich mach mal den Fernseher aus und schlag hier wieder alles kaputt. Sonst gibt's hier nichts. Keine Unterwäsche gefunden. Und Terrence und Philipp furzen sich an. Das macht so einen Spaß. Man erkennt dauernd wieder irgendwas. Und ich, wie gesagt, kenne ja bis auf die ganz neuen Folgen jede Folge, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich mal eine verpasst habe. Ich habe das auf RTL damals gesehen. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Kinder haben wir hier keine mehr gefunden. Da ist wieder unser Papa, den wir jetzt nicht mehr so ähnlich sehen. Ja, er lässt sich ja zum Delfin umoperieren. Juhu, eine Papprolle. Davon haben wir ja noch nicht genug. Hier konnten wir nicht rein. Ne, da war abgeschlossen. Wie gesagt, den Schneemann lassen wir dem Jungen mal. Papprollen brauchen wir jetzt auch keine mehr. Gehen wir wieder zum Spielplatz. Da haben wir jetzt zwei Kinder erst gefunden. Der ist neu. Ach so, ja, das waren 11. Okay. Oh, das war aber gut abgewehrt. So, der rennt jetzt aber auch nochmal auf uns zu. Jo, ah, Kennys blutige Keule. Da können wir jetzt mal einen schweren. Ah, ne, der ist in der. Ja, warte mal. Ich muss immer überlegen, ist das jetzt für Fernwaffen? Fernwaffen ist doch, wenn du es nach vorne hältst. Und das ist, glaube ich, nicht so clever, was wir hier gerade machen. Können ja erstmal ein Stück Scheiße werfen. Ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Dem Jungen erstmal fett Scheiße ins Gesicht werfen. Damit hätten wir schon mal ein Schild gebrochen. Dann nehmen wir mal den Luschenbogen. Ja, okay. Also habe ich es verwechselt. Also, wenn es hinten ist, dann reflektieren die solche Sachen. Rüstung erhöht, aber erstmal muss er kotzen. Sehr schön. Aber es geht ihm instant besser. Oh nein, wir sind verlangsamt. Okay, das hat ganz. Wir müssen aber trotzdem mal Getränke nehmen. Erstmal für Butters einen Heiltrank. 40%. Wir bräuchten eigentlich auch noch selber einen.
So, dann nehmen wir jetzt Kennys blutige Keule und hauen dem vorne nochmal einen aufs Maul. Wir können den hinten eh nur mit Fernangriffen angreifen. Na, ich hätte vielleicht lieber die dreifache Attacke machen sollen. Ein Heiltrank für uns. So, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr langsam. Den vorne können wir jetzt vielleicht schon umnieten. Ja, noch nicht ganz. Heiliger Bonusschaden. Oh, Mist. Das war ein anderer Rhythmus. Okay. Kenny hat's überlebt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal... Die stehen allerdings nicht in einer Reihe. Also nebeneinander. Gegner... Okay, komm, machen wir das. Nein, er hat noch einen übrig. Aber gut, der muss nochmal kotzen, oder? Nee, ihm ist nicht mehr schlecht. Oh, das war sehr gut abgewehrt. Aber jetzt wird's eng. Oh nein. Butters ist hinüber. Schaffen wir das alleine? Ich glaube nicht. Vor allem müssen wir selber erstmal einen Gesundheitstrank nehmen. Dann nehmen wir jetzt die blutige Keule. Na, das war jetzt nicht so geil. Oh, fuck. Dann können wir hier nochmal einen... Ja, das können wir inzwischen ja machen. Let's go, asshole. Stop it. Jawohl, und dann ist er betäubt. Dann schaffen wir das bestimmt auch alleine. Jetzt nochmal Davids Schleuder. Nochmal weg und dann können wir mit der blutigen Keule nochmal einen Machtangriff draufhauen. Und dann ist das gelaufen, obwohl Butters leider am Boden liegt, aber er wird ja wiederbelebt. Und schon geht's ihm wieder gut. Hast du prima gemacht, Butters. War jetzt nicht der geilste aller Kämpfe, macht aber nichts. Haben wir trotzdem geschafft. So, Kindies haben wir schon ein paar gefunden. Ich vergesse immer, wo wir eigentlich gerade hin wollten. What? Ein sehr, sehr böses. So, ja, das wollte ich gar nicht. Wo wollten wir denn hin? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir wollten, glaube ich, die Hauptquest weitermachen. Genau, wir wollten... Gerade mal schauen. Wir wollten, glaube ich, zu Jimbo. Wo ist denn eigentlich Jimbo? Wir können das nur auf der Karte markieren, das ist vielleicht besser. Heißer Kaffee. Trage etwas um dich vor dem Pfefferspray des Wachmanns. Ah, okay, da oben müssen wir hin. Gut. Da müssten wir hin. Allerdings ist da nicht so richtig viel in der Nähe. Dann müssen wir wohl zur Kirche. Und müssen dann wieder hoch. Ich mache auch gleich meine Aufnahmepause. Dann habe ich nämlich wieder einige Folgen im Kasten. Ach, da sind schon wieder welche. Haben die das iPad? Hast du das iPad? Hast du das iPad? iPad? iPad. Ah, es war nicht das iPad, das waren seine Pfeile. Geh weg! Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich will jetzt mal ein bisschen Hauptqueste machen. Und die Drecksäcke hier schon wieder. Oh. Shitty Fuck, nee, City Sushi. Ach stimmt, das war von dem Japaner. Der sich mit dem Chinesen dort gebettelt hat. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch freifurzen. Yeah, auch das wäre freigeschaltet. Hallo? Ah, da ist noch ein Kind. Hallo, ich sehe dich. Oh. So, Shitty Fuck. Gehen wir natürlich mal rein und bestellen noch schnell was bei Shitty Fuck. Hallo? Shitty Fuck? Ja, stimmt, der baut ja irgendwann eine Mauer. Pam! Achso, du bist gar keiner von denen. Ah, okay. Die essen Scheiße. Ich habe auch noch einen Klumpen Scheiße dabei. Oh! Shitty Fuck! Hallo? Mongolians are watching. They conquered.
me last week at Natural. Oh yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Boah, will er wissen, wie Lionel Richies Arschloch riecht? Was haben wir denn hier? Ah, hier können wir auf jeden Fall Sachen kaufen. Wir haben jetzt erstmal genug Schlüssel zum Friedensturm. Alter. Okay, die Mädels haben eine... Ja, okay, wir können also zum Friedensturm gehen. Gut, dass wir hier rein sind. Dann können wir sogar hinten hin. Oh, da ist eine Tasche, geil. Rotbraune Farbe. Yes, wollte schon immer rotbraune Farbe haben. Geht's hier noch weiter? Können wir mit dem reden? Also, ja, ich will nichts bestellen. Nein, ist schon okay. I go, I go. Ah, wir hätten ihr von der anderen Seite reingekonnt. Voll tricky. So, Jimbo, willkommen. Wir müssen allerdings vorher rufen. Es kommt genau auf uns zu. Da sehen wir schon. Jimbo ist ganz. Da gibt es bestimmt auch lecker Hühnchen zu kaufen. Skeeters Bar. Ah, stimmt, da ist der Typ, der immer Stress macht. Den will ich auch mal sehen. Der immer jeden blöd anmacht. Hey, Kinder, wie dich können wir hier nicht gut leiden. Well, well, you're supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Skeeters Kellerschlüssel. Ich finde das schön, wenn man das immer so vorliest. So, er hat gar nicht gesagt, ey, Leute, wie dich können wir hier nicht gut leiden. Hallo? Achso, ich komme da hinten gar nicht rein. That's what he said. So, komm. Natürlich, so kommt man auch zu Geld. Ah nein, ich will da gar nicht rein. Nee, 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 nee. Die Ratten, alter Schwede, was sind das für Ratten? Da gehen wir später mal vorbei. Haben noch so viel hier zu erledigen. Kennys Vater? Was machst du da? Da oben können wir wieder ein Vögelchen totschießen. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß es wirklich nicht. Und das war vollkommen überflüssig. So, Kennys Vater, was ist los? So, und mal wieder ein Ruckler. Hallo! Oh, hey, I guess I hit a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Ja. I gotta get to work. Hasse Facebook. Als ob der einen Job hätte. So. Hau alles kaputt hier. Alles muss weg. So, jetzt können wir uns endlich die... Alter, ich hab dir schon lang keine mehr verpasst, Butters. Du wirst langsam frech. Ah, der Typ, der mit der Elektrostimme. Yeah, das mit dem Bein von Duffy. Wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß es nicht. Der aus Dallas. Ouch. Ouch. Sau cool. Okay, komm, wir reden mal mit Jimbo und wie heißt der andere? Ned. Remember, you can legally kill anything in self-defense. Do you need to borrow my voice box? You remind me of a guy served within, Ach ja, schön. Es kommt genau auf uns zu. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Thanks to the stupid Democrat, but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of The Hunter's Guide to South Park Wildlife. This book thingy here. Okay. Ich bräuchte natürlich die Gasmaske.
Die brauchen wir ja für die Queste. Bei Waffen, alter Vater. Armbrust der Waldelfen, Super Katana, fantastisches Schwert aus dem besten Laden im Einkaufszentrum. Fehlende Armbrust, eigentlich ziemlich geil. Können natürlich auch mal Sachen verkaufen. Mal schauen. Ich glaube, bei den Verbrauchsgütern ist das nicht so sinnvoll. Aber Waffen... Ja, den Judenstab könnten wir eigentlich verkaufen. Den brauchen wir eh nicht mehr. Er bringt 46 Cent. Feinheiten, Perücken. Die würde ich alle mal behalten. Finde ich eigentlich ganz lässig, nicht lästig. Kram, Baseballkarten, komm. Na, Stapel verkaufen ist vielleicht einfacher. Das können wir mal verkaufen. Das auch. Die Dildos können weg. Kann eigentlich alles weg. Ja, das auf jeden Fall. Kann man ja nochmal ordentlich Kohle machen. Die afghanische Ziege, benutzte Spritze. Können wir, glaube ich, auch nicht im Kampf einsetzen. Von daher verkaufen wir den ganzen Mist hier mal. Boah, Schamhaare kaufen die. Ach komm, alles weg. Ist ja alles Schnickschnack. Das behalten wir mal, die Okama Games 4, weil wir ein bisschen zocken möchten. Jetzt haben wir 110 Dollar, aber können uns entweder nichts Neues kaufen. Oh, da sind Elfen. Sollen wir gegen die kämpfen? Ich weiß es nicht. Ich bin unschlüssig. Auf die Fresse, Mann. Auf die Fresse. Okay.